Reise zum Wasserspeichertag. Entschuldigung. Ja. Alles gut. Das wusste ich natürlich. Ich fühle mich auch verbunden. Ja. Das macht übrigens richtig Spaß, mit der Shotgun zu schießen. Ohne Scheiß. Das macht einfach nur Spaß. Auch wenn ich einfach nichts treffe. So, ich würde sagen, so wie du gesagt hast, machen wir jetzt einfach die Mission, ne? Genau. Welche Mission? Ne, ich habe jetzt ja eine. Ich muss den Wassertanks... Achso, das ja. Ganz kurze Frage. Wir haben nur noch einen wandernden Händler, der in 7 Minuten abfährt. Stimmt, das wollten wir zuerst machen. Du bist ja intelligent, bist ein kluger Mann und das tun wir jetzt. Ich nehme Warte. Was denn? Ich brauche noch einen Benzinkanister. Ansonsten können wir nicht bis dahin. Oder wir nehmen dein Auto. Ich habe keinen Benzinkanister hier mehr. Aber dein Auto haben wir noch. Hast du noch einen? Ich habe noch 2, ja. Aber ich habe keinen Platz mehr dafür. Pass auf, ich lasse die Muni hier. Ich lasse den Benzinkanister hier und ich fülle auf. Ja, alles gut. Ich lasse die Muni hier, alles gut. Okay. Was nimmst du denn jetzt alles mit? Hast du so viel wertvolles Zeug, das wir handeln können? Ja. Ich pinkle. Wenn du einfach nachfüllst, ist einfach so gut. Ich pinkle einfach nochmal kurz in den Tank und dann geht's weiter. Gegen die Wand geklatscht. Ich setze uns mal einen Wegpunkt. Ja. Ja. Du musst jetzt, je nachdem, wo du jetzt lang fährst, welche Straße, also fährst rückwärts. Genau. Ich fahre vorwärts. Einfach vorwärts, genau. Dritte Kreuzung links. Da, wo eigentlich so eine Sperre ist. Ja. Hoher Handelswert. Ich bin immer gespannt, was wir da, wenn wir das alles verkaufen. Wir haben nämlich, das Witzige ist, wir haben ja auch. Wir könnten auch mal unsere Basis ausbauen, wenn wir Bock haben. Aber ich weiß nicht, ob wir dann noch mehr Bauplätze kriegen oder so. Sollte eigentlich der Fall sein. Roter. Zurück. Hier ist ein. Ja, das merke ich gerade. Warte. Lass die töten. Überfahr die einfach. Alle überfahren. Oh, Gott. Ich steig aus, ich will fighten. Ich kann nicht. Mach dann überfahr die einfach, ja. Lass mich mal kurz aussteigen. Ich will gucken, ob hier irgendwo. Na, ich hätte erst überlegt, ob ich die einfach hier. Na, es ist halt einfach nichts. Schade. Wir sind schon wieder in der Mission hier, ne? Ganz rechts könnte mir jemand helfen. Ja, aber erstmal der Händler. Erstmal Händler. Wir könnten ganz rechts jemandem helfen, aber. Er ist rechts. Was? So, okay. Oh lol, die ganzen roten Augen, leck mich doch mal. Alter. Okay, ich sollte mich demnächst mit ihr aus Kämpfen raushalten. Warum? Temperatur steigt an. Und ist das nicht gerade wenig? Wurdest du gerade so krass gebissen, oder was? Naja, ich bin jetzt bei einem Viertel bis Drittel. Ja, Viertel. Hm. So, was können wir bei dir kaufen, Mann? Toolkit. Warte, pass auf. Phil? Hm? Wie viel Platz hast du gerade? 3 Slots. Ich gebe dir 3 Dinge, die verkaufst du, dann gebe ich dir wieder 3 Dinge. Okay. Und dann kaufe ich jetzt hier die ganzen. Aber die hat nicht so viel. Egal, du kannst ja trotzdem verkaufen. Das stimmt allerdings. Ob die jetzt so viel hat oder nicht, ist erstmal zweitens. Hauptsache, du verkaufst die. Ja. Hast ja. Ich weiß halt nicht, was ich kaufen soll. Die hat halt nicht so geilen Stuff. Ich hab mich irgendwann mit Loot zugemüllt. Ich hab hier zum Beispiel noch gar keine Tussi dastehen. Von davon mal ganz abgesehen. Ist doch nur eine da, ne? Oder ist hier noch weiß eine? Ich nicht, keine Ahnung. Ich sehe die nicht. Hier könnte Benzin sein. Benzinressource, Rucksack groß.
Nee, ich meine auch generell Benzin könnten wir vielleicht auch so gebrauchen. Ach so, ja. Okay, ich versuche jetzt irgendwas Infos. Könnten für uns sein. Phil, wir haben was vergessen. Was denn? Wir haben vergessen, die ganzen Rucksäcke aus dem Auto zu nehmen. Nicht wirklich. Doch. Du kannst ja eintragen. Du kannst ja eintragen. Ich weiß. Wir haben nur noch einen Platz. Oh mein Gott, ey. Alter. Aber ich habe echt auch nicht mehr daran gedacht. Also ich würde jetzt erstmal, glaube ich, so Reparaturzeug kaufen. So ein Toolkit wäre, glaube ich, ganz cool. Für? Fürs Auto? Fahrzeug zum Beispiel, ja. Ja, gut, okay. Haben wir nicht? Also da hast du da was? Nö, ich hatte vorhin repariert gehabt, aber ich glaube... Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ja, wir könnten auch ein Fahrzeugaufrüstsatz kaufen. Was würde das machen mit dem Aufrüsten? Ein Set mit leichten Panzerplatten, Querstangen oder Fahrzeug werden können. Das klingt gut. Finde ich auch cool. Dann kaufe ich noch ein Toolkit, ne? Ich kaufe immer sonst noch zwei Toolkits. Obwohl, wir haben 278 Einfluss. Wir könnten auch mal gucken, ob wir in unserer Basis vielleicht ein, Ach komm, ich kaufe auch ein Toolkit. Dann haben wir erstmal, damit unser Auto erstmal, weißt du, und ein Auto ist ja so hammerwichtig. Andere, falsche Auto, falsche Auto, falsche Auto. Ah, bitte. Okay. Was, wie heißt das Auto hier, was du da hast? Das ist, Versorgungstruck. Hast du hinten auf deinem Fahrzeug, hattest du auf deinem Rucksack jetzt was drauf? Rückwie Schlafgut, ne? Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Hast du den Rucksack mitgenommen, meine ich? Ja, jetzt? Den Rucksack, der ist hinten drauf. Bye, okay. Bye, Rückwie, mach's gut. Danke, dass du da warst. Ja. Warte mal kurz. Das geht nämlich nicht auf jedes Fahrzeug. Scheiße. Das geht nur auf Rogan, Rust, Rapscallion, Broken Track. Was für ein Zeug? MX, Vagabond, Desperado. Wir können mal gucken, ob es auf deinem drauf geht. Gute Idee. Gut. Wir haben es jetzt, ansonsten suchen wir irgendwann, finden wir ja bestimmt irgendwann so ein Auto. Retten wir jetzt erstmal die Dudes da? Das sind Überlebende, die Schwierigkeiten. Zwei Stück. Wo? So. Wir gehen jetzt ganz kurz, obwohl... Oder machen erst die Hauptmission. Ich wollte gerade sagen, wir können erstmal zur Basis gehen, geben erstmal die ganzen Rucksäcke ab. Die hinten, okay. Wir können jetzt alle allerdings auch... Ich habe jetzt halt keine vernünftige Waffe dabei. Damit könnten wir den Kriegsherr zum Beispiel nicht machen. Dann lass uns erstmal die Sachen zurückbringen. Okay. Und dann die Hauptmission machen. Außerdem wird es leider eh schon für mich. Das weißt du? Und ja. Dann zurück die Hauptmission machen. Mach mal, wie du magst. Dann machen wir also, okay. dann gehen wir zurück, bereiten uns dann auf Kriegsherr vor. Genau, auf dieser... Alles klar. Nee, warte mal, welche ist denn das? Kriegsherr ist unsere Hauptmission. Vermächtnisziele. Achso, ja, gut. Genau, richtig. Ja, alles richtig. Dann fahr da mal hin. Ich hab einen Weg. Du bist am Steuer, mein Freund. Oh mein Gott, ey. Immer das Gleiche. Oh, hi. Rechts rum? Achso. Seuchenprobe? Nice. Mann, was für ein hier? Nein, ich hab keine Muni mehr. Fuck. Okay, weiter geht's. Und erstmal schöne Seuchen. Seuchenherz. Was kommt da denn? Guck mal, da kommt irgendwas. Was, wo? Ja, hier ist ein... Das ist ein Seuchenherz. Hier ist ein Seuchenherz. Ja. Aber du hast keine Waffe, hast du gesagt. Also ist Quatsch. Ich hab halt nur Nahkampf. Ja, das ist Quatsch dann. Außerdem könnten wir uns viel, viel besser darauf vorbereiten dann. Hi Tyra, ist ein schönes Was war das denn? Hast du es gehört?
Ja, hier sind ein paar mehr anscheinend. Nicht nur ein paar mehr, wahrscheinlich auch ein paar größere. Hallo, Tyrasen. Wo muss ich lang? Links vorbei. Hier, das ist eine wandernde Horde hinter uns. Wenn du ja, magst. Aber ich reite erstmal nach Hause. Alter, also rechts, so. rechts lang. Da hier links hoch. Ist mal fein, dass wir nie zum Parkplatz fahren. Dass wir uns schon daran gewöhnt haben. Einfach, achso, ich. Na, eh nach vorne, eh nach hinten. Wir haben echt vorhin vergessen, einfach den ganzen Stuff wegzubringen, ne? Ach so. Ja, da war ja was. Halt auch mit dran, ja? Warte, hab ich ihn drauf? Nein, ich hab grad keine. Ja, ich denke dran, Phil. Vor allem, wir haben echt dreimal Essen, einmal Muni und einmal Medizin, oder was war das? Ich musste mal irgendwie das Auto richtig parken, dann können wir mal gucken. Entschuldigung, was meinst du gerade? Okay, ich sollte nicht immer runterspringen. Gab es im ersten Teil nicht auch so fette Zombies, die eine... Ja, genau. Dicke Zombies da und die wirst du natürlich auch geben. War das nicht der auch in der Vorschau war, der dann einfach den Kopf abgebissen hat? Ja, so ungefähr. Der könnte jetzt auch auf uns warten, ne? Deswegen. Wir haben keinen Platz mehr für Lebensmittel. Wie, wir haben keinen Platz mehr? Nein, wir haben alles gut gelagert. So. Lol. Da muss der, halt zum Beispiel hinten im... Was mach ich denn hier? Du hast den letzten Rucksack, ne? Ich hab den letzten Rucksack, ja. Den Medizinrucksack. Da steht, wir sollen die anderen Camper nicht irgendwie. Oh Gott, einer ist schon gestorben. Was? Nein! Weil die wir hätten retten können, ja. Aber das Ding ist, ich hab irgendwie nicht mehr so viel Zeit. Wie gesagt, entweder mach ich. Warte, wen sollen wir nicht sterben lassen? Na, es gibt noch einen Überlebenden, den wir retten. Ja, sorry. Weiß ich nicht. Hä? Wollen wir den vielleicht noch retten oder nicht? Du meinst Überlebendenaktivität da? Ja, genau, dieser kleine Punkt. Gut, warte. Ich nehme hier Muni. Ich nehme hier. Wie geht's jetzt bei euch? Wir sind ein bisschen heizt. Überleben. Weißt du? Und. Oh, das kannst du mal anbringen. So, Benzin habe ich jetzt auch keins mehr. Wohl bemerkt. Stellt sofort Ausdauer wieder her, Lindert. Ich habe 8-mal Kiste mit Samen. Ich habe 4-mal Behälter mit Chemikalien. Ich habe einmal Gipsherstellungssitz. Ich habe einmal Waffenüberreste. 13-mal Ethanol. Einmal tragbaren Generator. 41 Ersatzteile und. Ich habe einfach auch keinen Plan, was wir mit dem ganzen Stuff noch machen. Wir haben so viele Sachen hier: Schaltkreise, Ersatzteile, Kiste mit Samen und so. Das ist schon. Eine Kiste mit Samen ist dafür für Ernten und so. Hm. So, pass auf. Ich mache jetzt einmal noch. Nee, halt, warte. Dafür ist der Tank noch zu voll. Lass uns einfach jetzt den einen Überlebenden erstmal. Dann kann der mit behaupten. Ja. So. Und den Seuchenherd, den lassen wir jetzt einfach. Weil ist Quatsch. Nee, da. Weißt du? Wir wissen auch, wie lange der dauert. Okay, der ist tot. Okay, der ist tot, der eine. So. Okay. Das war der da oben da? Ja, das war der. Ja, genau. Dann lass uns gleich zur Hauptmission jetzt machen, oder was? Wo fährst du hin? Ich bin jetzt einfach nur gekullert. Hauptmission ist jetzt wo? Hier. Also einfach die Straße wieder hoch und dann rechts Seuchen. Oder wir sagen, wir machen zum Abschluss einfach den dicken Seuchen hin. Warte, hier irgendwo rechts ist ein Kreischer. Okay. War ein Kreischer.
Was meinst du? Dann lieber doch den Seuchenherd oder was? Wir haben ein paar Seuchenherds auf der Straße. Also die Zombie-Aktivität ist in der Nacht schon mal wesentlich größer, das ist gut. Ich meine das Seuchenherz. Das Seuchenherz, würde ich mir eine große Waffe okay. ausrüsten. Nee, dann machen wir jetzt die Hauptmission. Ich habe keinen Bock, klar. Basis zu fahren. Dann machen wir die große, nicht die große, sondern genau. die Hauptmission. Ja, genau. Mit einem kleinen wenig Glück haben wir morgen. Lol. Du? Was ja. ist, das war gerade strange. Ja, bei mir war gerade. Ich hab gerade gehangen irgendwie. Ist auf der Stelle gefahren. Alter. Was? Alter. Ich hab nur leicht im Augenwinkel gesehen. Mehr ja. nicht. Und das ja. hat mir schon ausgereicht, danke. Das war nicht mal. Das war ja nicht mal ein Seuchenherd. Nein, das war er noch nicht. Du musst die Straße einfach weiter geradeaus und bei der zweiten Kreuzung, also wo das nächste von der Straße aus, da kannst du hoch. Also nächste Kreuzung dann links. Da kommt noch was, wo du hoch kannst. Hier? Ja. Ja. Leo, cabrón. You can come in, but don't try any shit. Wie, don't try any shit. Hi. Erstmal looten. Ich helfe mal kurz. Ja, erstmal. Haben die vielleicht irgendwelchen Stuff? Die haben einfach einen Sack mit Materialien. Ach, haben wir gut. Die haben eine Antimaterialwaffe. So einen richtigen Sniper haben die. Wie krass sind die denn? Aber eigentlich. Also du schnetzest dich draußen alles nie. Ich wollte gerade mit irgendjemandem reden hier. Ach da. Wenn du Waffen willst, musst du den Marktpreis zahlen. Du nutzt verzweifelt Menschen auch für einen fairen Preis. Alex, geh mir aus dem Weg, Alter. Meine Herren, ey. Okay. Dann looten wir euch hier. Ja, da soll ich mich trotzdem reinlassen, der Vollidiot. Ich muss drinnen looten. Ja, da ist noch eine Sache drin, ne? Ich habe ja noch einen von. Wir könnten halt trotzdem überlegen. Ich guck mal kurz, was es nochmal gab hier mit dem. Was haben die denn jetzt da nochmal? Kostet halt 601. Hab ich halt nicht. Geh mir aus dem Weg. Die Waffen sind ganz schön krass, die Leute hier haben. Alter, ich hab genügend. Ah, danke. Endlich. Bitte was? Entschuldige. Alles gut. Also, ich sag dir, wir könnten hier noch einen Sack mit Materialien einsetzen. Der kostet aber 150 Einfluss und wir haben 108. Finde ich auch ein bisschen gewagt dann. Also glaube ich nicht, dass wir es mit brauchen. Materialien ist eher weniger. Finde ja. ich. Ups. Nichts gefunden, okay. Jetzt stehst du mir hier drinnen im Weg rum, oder was? Alter, das ist doch. Ist doch ein Witz. Hier nach Hause und unter dem Miskin dieser Hamster. Wir könnten halt ich noch. Ich komme hier nicht mehr raus. Wir könnten die jetzt auch töten, ne? Wenn wir Bock hätten und die Waffen dann nehmen. Ich sage nur, dass es eine Option ist. Nein. Okay. Es sei denn, der hat sich richtig scheiße verhalten, was er bis jetzt in meinen Augen noch nicht gemacht hat. Ich komme trotzdem nicht raus. Weil das alles Flachpfeifen sind hier. Endlich. Gut, danke. Na gut, dann lassen wir die halt eben hier. Toll. So, ich markiere nochmal das Zuhause. Hallo? Das Schild hängt so vorne dann meistens fest. Naja, ich hab's ja gerade zu spät gesehen einfach. So, Leute.
markierst, hast du gesagt. Wo fährst du? Dann fährst du jetzt hier rechts. Da genau, auf die Straße. Junge! Phil? Wir haben einen langen Marsch vor uns. Was war da an Rucksäcken hinten drin? Den habe ich rausgeholt. Es war nur ein Rucksack hinten drin und den habe ich geholt. Also ich habe 3 Tassen Kaffee dabei. Scheiße. Mein Auto. Okay, warte. Wir haben hier noch ein Auto stehen da vorne irgendwo. Hui. Da war es zu teuer. Das Gute gefällt mir nicht, ich nehme ein anderes. Einmal dagegen geditscht und boom. Der Inhalt vom Auto geht nicht kaputt und man kann es reparieren. Au. Aber das Teil ist explodiert, Lars. Das Ding ist... So, wer hat sich nochmal über meine Fahrkünste so amüsiert? Ich weiß es nicht mehr. Hey, ich wusste nicht, ob wir durch den Stahl... Okay, nee, ich habe keine Toolbox dabei. Leider ich habe auch keine mehr. Die habe ich alle zu Hause. Kann ja keine Ahnung. Was haben wir hier Feines? Ich habe ein Royal. Ich habe einen Kleinwagen. Ja. Nee, hör auf, Mann. Oh! Wird ein bisschen... So. Hast du was gefunden? Mit Mucke und Spucke und ganz viel Klebrigkeit. Oh, lol. Ja, hier ist sogar viel Loot für dich. Nice, geil. Du hast sogar ein Auto, Mann. Okay, wir brauchen also ein neues Auto. The fuck? Was? Was ist hier los? Was war das? Ich hab das noch nicht mal gesehen. Wieso steht unser Auto auf? Egal, wir nehmen das doch oben jetzt. Da kann man gerade aus durchfahren. Alter. Okay, wir haben es gekriegt, innerhalb von nicht mal 5 Minuten 2 Autos kaputt zu. So, wer will fahren? Komm, scheiß drauf. Du fährst, komm. Halb Flexack, kann ich nur. Doch. Ja, wir haben tatsächlich auch beide einen Führerschein. Das kannst du niemand erzählen, ey. Das war das. Die ganze Zeit ja ordentlich gefahren und bis ich was für Hucke mitgenommen und auf einmal so ein Stahlzaun. Bäm. So, 5 Minuten später, ich nehme so ein kleines Auto, will rausfahren, da ist kein Stachelzaun. Und auf einmal liege ich auf dem Rücken. Wunderschön. Boah, guck dir an, dieses Gebäude, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, lauf jetzt mal. Ich fahr. Ja, ja. Ja, so schnell sind wir auch gar nicht, ne? Schon. Nö, nö. Ach ne. Wunderschön. Immer schön. Da hat sich was im Radlauf verfangen. Aber um das klarzustellen, das wird nicht mein neues Auto. Nee. Das ist einfach zu blöd. Aber es war eine wunderschöne. Es war einfach nur gut.
Kann das verklippen irgendwie, oh. Bitte? Oh. So, erstmal gucken. Oh Gott, ey. So, wir können übrigens auch mal die Basis. Puh. Das brauchen wir noch. Das Lustige, ich muss. Ich habe jetzt gerade so einen Lachkrampf, ich muss einfach auf Toilette. Aber egal, die letzten paar Minuten, die halte ich noch durch. Danke dir für ein Follow und willkommen am Strand. Okay, vielleicht sollten wir einfach. Ich wollte die Basis jetzt ausbauen, ne? Habe ich gesagt. Mache ich jetzt mal. Also wir gucken mal, ob wir das Kommando Stufe 2 machen. Das müssen wir eben machen. Folge ziehen vom Kartenbildschirm. Ja. Ja. Nochmal. So, Gemeinschaft, Basis. Da, das müssen wir upgraden, ne? Kommandozentrale Stufe 2. Kriegen wir außen. Schaltet außerdem die Suche nach neuen Territorien. Ein Anlagenmod. Machen wir jetzt. Okay. Du bist, das ist dein Spielstand, das musst du. Ja, ist in Ordnung. So. Sind draußen wieder Zombies? Scheint fast so. Guck mal, wie unsere Leute da schon alle stehen. Erstmal Tür aufmachen. Also kämpft ihr denn jetzt auch? Leute, die machen die Tür auf und laufen weg. Pussys. Ja, eine nette Art und Weise, ne? So. Aber weißt du was, Fanny? Das war's für mich für heute. Waren sehr Dito. Wir haben eine stabile Gemeinschaft. Wir haben ganz gut Idealien eigentlich. Und haben auf jeden Fall. Ja, doch, ich finde schon. Doch. Sieht gar nicht so schlecht aus. Unsere Charakterin geht ein ganz gut. Die eine hat. Das ist ein sehr guter Zeitpunkt zu machen. Und dann morgen weiterzumachen. Also, es war. Also, ich finde, das war unser erster Anfangsstream. Viele lustige Sachen passiert. Ja. Vor allem kannte man einfach Sachen machen. Wir machen das jetzt so. Ich würde nochmal die Lisa, die streamt gerade.